Willkommen zurück zu einem neuen Teil Grand Ages Medieval. Ich bin immer noch dabei, Magdeburg einzunehmen. Magdeburg soll mir gehören. Doch ich habe immer noch irgendwie erstmal ein paar Probleme mit der Produktion. Wir haben endlich geschafft hier, dass mal wieder Holz läuft. Es fehlt an Lehm, es fehlt generell irgendwie an Rohstoffen. Dem fehlt Lehm. Hier muss erstmal Holz hin. So, was haben wir hier für einen Händler? Hier ist mein freier Händler. Der hat Lehm im Sack. Super. Oh. So. So können wir hier ein bisschen Holz abziehen. Ja, zwei. Für teuer Geld. Ne. Oh, Pisa ist, war doch schon mal 4. Stufe 4 kann das sein. Ey, denen fehlt alles. Da kommt doch momentan nichts mehr hin. Warum nicht? Meine Händler sind doch unterwegs. Halt. Ich glaube, ich weiß warum uns wohl Produktion. Der müsste Salz. Salz hat er auch nicht, weil da die Produktion in Marseille stockte, weil die kein Holz hatten. Ich muss mir jetzt unbedingt den einen Händler suchen. Ist er das? Ja, das ist er. Wir haben ihn gefunden. Oh, mal gucken. So, der bringt jetzt hier hoffentlich ein bisschen Salz hin. Und der ist hier auf Produktion ausgelegt. Den werden wir mal jetzt auf Ausgleich. Und werden den tatsächlich, was habe ich den wieder weggeklickt, anders steuern. Und zwar wird der jetzt mit der Handelsroute so, der geht mal von Pisa nach Elban. Zack, 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 klick, klick. Und hier wieder zurück. Pisa. So, fertig. Warten wir den mal einen kleinen Moment.
Der müsste jetzt eigentlich hier wieder zurückkommen. Und macht er auch. Sehr gut. Okay, Magdeburg. Fisch. Ich hoffe, euer Angebot. Was könnt ihr mir bieten? Ich kann dir bieten leckeren Fisch. Ja, habe ich zu wenig. Wein. Was könnt ihr mir bieten? Weinen kann ich bieten. Euer Angebot wird meinen Wünschen gerecht. Abgemacht. Dem fehlt immer noch Holz. Kann doch nicht sein. Wir produzieren dann schon wie die Verrückten hier Holz. So. Okay, wir haben 120.000. Jetzt müssen wir mal in die Offensive gehen. Und zwar, ich muss Karren produzieren. Die müssen mehr mittragen, also es geht so nicht. So, schnappen wir uns den ersten. Gut, das ist ja den wir gerade. So, der nächste, Uwe Bauer. So, der hat schon mal zwei Karren mehr. Nächste, der Bäcker.
spielen auch in Nürnberg. So. Der hat jetzt auch zwei Karren mehr. Der braucht noch ein bisschen länger. So, gucken wir mal. Fisch. Fisch, Wein, Fleisch. Brot. Ah, komm, den können wir doch mit Brot glücklich machen. Ich hoffe, euer Angebot. Was könnt ihr mir bieten? Dieses Angebot entspricht meinen Vorstellungen. Sehr gut. Das ist aber schön. So, was können wir ihm noch geben? Fleisch. Fleisch, Fisch, Honig. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Fleisch haben wir zu wenig. Komm, Honig kriegst du 80, 100. Dieses Angebot entspricht meinen Vorstellungen. Sehr gut. Produziert zu wenig Fleisch. Ihr möchtet etwas mit ein Angebot von euch? Erfreulich. Ey, Bier. Ich erstick im Bier. Ein An... Wie sieht's aus bei dir? Der erstickt auch im Bier. Wir brauchen Fisch, Fisch und Wein und Fleisch. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Nee, da warte ich. Pisa ist rückständig. Aber ich mache hier doch auch irgendwo Früchte, oder nicht?
Mit Freude. Flatter mal zurück hier. Du kriegst erstmal noch zwei Karren von mir mit. So, und jetzt kannst du deine... Die Reise beginnt. Kannst du deine Reise weitermachen. So, und hier kümmern wir uns noch mal ein bisschen um Fleisch. Salz läuft gut hier, das heißt, wir können schon mal ein wenig Fleisch machen. Ah, jetzt haben wir hier wieder die 3. Sehr gut. Langsam pegelt sich das wieder ein. Wolle, genau. Tuch wird langsam produziert. Sehr gut. Ja, die Ausrufezeichen über den Städten werden immer weniger. So, gucken wir mal nach Magdeburg. Ihr möchtet etwas mit ein Angebot von euch? Ja, ich freue mich. Vielleicht kann er ein bisschen, vielleicht haben wir genug Fisch. Das kann er vertragen. Fisch, super. So viel kriegt er aber nicht. Du kriegst von mir 100 Fisch. Euer Angebot wird meinen Wünschen gerecht. Abgemacht. 84%. So, gucken wir mal, was fehlt ihm noch? Salz und Wein können wir ihm noch anbieten. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Euer Angebot wird meinen Wünschen gerecht. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Wein, sagte ich. Wein. So, davon bekommst du auch 80. Euer Angebot wird meinen Wünschen gerecht. Und schon haben wir 6 Wochen Zeit, uns nochmal Gedanken zu machen, wie viel Gold wir ihn für Magdeburg in den Rachen werfen wollen. Ich glaube, an der Stelle ist es mal sinnvoll zu speichern. Ihr möchtet etwas mit mir besprechen? Ja. So, hoffentlich reicht das alles Ein aus. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Haben wir 170.
Euer Angebot ist nicht überzeugend. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Ach, komm. Wir haben's doch. Euer Angebot ist nicht überzeugend. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Euer Angebot ist nicht überzeugend. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Mann, der nimmt mich ja raus. Euer Angebot ist nicht überzeugend. Jedenfalls bricht er die Verhandlung nicht ab. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Ja, du kriegst jetzt all mein Geld, Alter. Euer Angebot ist nicht überzeugend. Fehlt mir glatt noch Sympathie? Ihr möchtet. Ein Angebot von euch? Erfreulich. Ich habe nicht genug Fleisch. Dieses Angebot entspricht meinen Vorstellungen. Oh, und wieder nein. Sehr gut. 9 Wochen warten. Super. Okay. Leider hat es nicht geklappt, Magdeburg zu übernehmen. Grund für mich mal zu sagen, Schluss für diese Runde. Vielen Dank fürs Reinklicken und Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinklickt und mir zuseht, wie ich mir in der nächsten Runde Magdeburg hole. Bis dann und ich sag mal Tschüss.